Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spin Tires. Diesmal auf einer neuen Karte, die Ebenen. Wie ihr vielleicht schon in unserer Spiele-Teilnehmerliste gesehen habt, haben wir heute einen Gast dabei, und zwar den Schockfroster. Hallo. Und natürlich den allseits beliebten Ruffy, ohne den wir es uns gar nicht mehr vorstellen können zu spielen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, wir probieren heute zu dritt für euch eine neue Karte und ich denke, ich starte einfach mal das Spiel. Ja, los geht's. Lass uns durchstarten. Und gleich im Schlamm stecken bleiben. So ungefähr. So, da sind wir auch schon. Wir sehen, wir haben diesmal eine etwas größere Auswahl als auf der letzten Karte. Darunter auch diese hässliche orange Kuh da drüben, die ich nicht leiden kann. Ja. Typ C-Fahrzeuge. Dunkel. Dunkel ist doof. Ich stelle erstmal auf Tageszeit, oder? Das ist ja für auch unsere für Zuschauer dann wesentlich besser. Ja, auf alle Fälle, ja. Mir einerlei. Ja, noch passiert nichts. Ja, nee, ich bin gerade zu doof dazu irgendwie. Okay. Ah, jetzt. Ja, schon das besser. Sieht, ja, das sieht doch schon mal schön aus. Ja, ich denke, wir wählen einfach erstmal zum Beginn der Karte unsere Standardausrüstung. Also Kabinenschutz, Ersatzrad, Zusatzbeleuchtung und die Werkstattladefläche, oder? Ja, wobei wir ja zu dritt sind, dann könnte ja auch einer irgendetwas anderes fahren. Oh. Ja, ja, wir haben ja Gott sei Dank einen Gast dabei. Aha. Nein, das können wir dir nicht antun. Für unsere Zuschauer würde ich jetzt einfach mal den, oder der Ruffy wählt ihn schon aus, schade. Naja, so haben wir jedenfalls wieder zwei Perspektiven. Der Ruffy fährt jetzt mit diesem hässlichen orangenen Tankwagen, versucht es zumindestens. ja, ich wähle hier noch schnell meine Ausrüstung aus. Ich kriege das ja irgendwie nicht gebacken, während ich hier quatsche. Ich muss gerade mal festhalten, also den orangenen Tankwagen, den hatten wir, glaube ich, noch nie wirklich im Einsatz. Der hat hier auch alle Aufbauten, die du jetzt mit deinem C auch hast. Also wir haben ja schon die ein oder andere Session jetzt ohne Aufnahme mal gespielt, da habe ich den schon mal angetestet, also der bleibt mit seinem blöden Führerhaus ja wirklich überall drin hängen. Er ist halt nicht unbedingt Offroad-tauglich. Ja, ich meine, wir werden es ja gleich sehen. Ja, ich bin begeistert. Ja, ich auch. Also ich, Geländeräder sind drauf, wobei die jetzt im Vergleich zu euren immer noch relativ ja, schmal aussehen irgendwie. Ja. Ich würde sagen, wir legen einfach langsam erstmal eine Richtung fest. Ich habe hier gerade schon mal die Karte geöffnet. Man sieht, wir haben ja auch nur eine Straße anscheinend, die von der Werkstatt wegführt. Richtung Norden sehe ich schon noch für uns gesperrt einen Typ A, ein Holzdepot und den Typ C6522. Tja, was denkt ihr? Wo sollen wir jetzt langfahren? Definitiv zum Typ A, also mit auf dem Weg die Verdeckung entdecken, entschwärzen, oder welches Wort hatten wir dafür gefunden? Entschwarzisieren. Entschwarzisieren, genau. Genau, oh das Unwort Gott. Des Jahres. Ja, ich denke, unser Ruffy fährt einfach mal vor. Er macht das auch die letzten Folgen so gut. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich nehme jetzt hier den Orangenen und kann da ein bisschen gemütlich... Nee. Also nee, das gibt es okay. Nicht. Ich würde sagen, du fährst vor. Den Schockfroster nehmen wir in die Mitte. Der jetzt gerade noch in meinem Auto hängt. Moment, ich muss kurz den Rückwärtsgang einlegen. Ja, obwohl, du kannst mich auch einfach so über die Karte ziehen, ist auch okay. Achso, ich zieh dich gerade. Ich wundere mich, warum du jetzt mitfährst. Ja, das ist so ein kleiner Bug im Koop. Ja. Ich komme nicht vom Fleck weg. Und nein, meine Hand bringt das aus. Ich wechsle kurz das Fahrzeug, kleinen Moment. So, es sollte für dich verschwunden sein. Ja, du schleifst ihn zwar noch mit, siehst es aber nicht. Wehe, du machst ihn kaputt. Ich dachte, ich soll. Das gibt's doch nicht. Jetzt hast du ihn auf die Seite geschmissen. Ja, fahr weiter. Fahr noch ein Stück weiter. Mein LKW hängt immer noch in dir. Da hängst du gern, ja.
Ja. So, hier liege ich auch. Okay. Ich rette mich noch einmal kurz in die Werkstatt. Ja, das ist natürlich schade, dass wir das dann nicht sehen können. Also wenn hier David jetzt seinen LKW umschmeißt. Ja, ihr könnt ja einfach auf meinem Kanal mein Video anschauen. So. Genau. Ich bin direkt hinter euch. Los kann's gehen. Gut, dann versuche ich mal mein Glück hier mit dem orangenen Ungetüm durch den Fluss. Also bisher Juhu, muss ein ich Fluss. sagen, noch fährt er sich ganz gut. Ja, also ich glaube, wir hätten eher Ruffy in die Mitte nehmen sollen. Dann musst du aber vorfahren. Ja, ach, das kannst du doch auch machen. Ja. Ich bin mehr so der Typ, querfeldein. Ja, das macht ja nichts, da fahren wir hinterher. So gut es geht natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, so gut es geht. So, Moment, ich muss mal kurz die Karte checken. Eieiei, also für mich ist es schon gar nicht mehr so einfach, euch beiden hier zu folgen. Hier wird schon ordentlich umgepflügt. Ich hoffe, wir müssen hier nicht mal zurückfahren oder so. So, ich habe jetzt extra die Handbremse für dich drin gelassen, um ein paar Furchen zu ziehen. Ja, sehr schön, danke. Wenn du jetzt dem Ruffy noch folgen würdest. Ach, der fährt schon wieder. Ja, ach, wir können hier auch ein bisschen im Wald stehen bleiben. Mir ist das relativ gleich. Die Aussicht ist ja doch annehmbar. Ja, ich Ja, ich zieh musste euch die hier davon, ne? Kamera ein bisschen drehen, weil das Orange, das hat so in den Augen gebissen. Ja, also der Typ C, mit dem der Ruffy gerade unterwegs ist, ist auch extrem schnell, wie wir schon mal festgestellt haben. Also auf asphaltierten Straßen ist er sicherlich eine gute Wahl. Ja, Aber hier hier bin ich beim. mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das eine gute Wahl ist. Ja, steckt dein Führerhaus schon im Dreck? Ich höre Nee, dich noch nicht also fluchen. das geht komischerweise. Also ich habe eher jetzt hier Bammel vor diesem Gewässer hier. Wobei wir hier halt irgendwie durch müssen. Weil hier scheint irgendwo, zumindest in der Mitte dieser Pfütze, irgendwo die Verdeckung zu sein. Okay. Ja, es sieht für mich auch so aus, als wäre da jetzt irgendwie nichts an Sandbänken oder so vorhanden. Ja, also ich werde auch hier erstmal am Rand weiter rumfahren. Hier vorne sieht es so aus, wie wenn man da ein bisschen besser rüberkommen würde. Ja, also ganz geradeaus durch sieht es wirklich nach Sandbank oder sowas aus. Mit viel Glück schafft's der Ruffy. Und mit noch viel mehr Glück der Schockfrosser und ich auch. Ah, Ich es ist klebe schon hinten nicht an ihm mehr dran. ganz so einfach. Ja, übrigens nochmal ein kleines Dankeschön an den Schockfrosser, dessen TS wir hier die ganze Zeit einfach so mitbenutzen dürfen. Ja, besten Dank, genau. Ne? Kein Also. Problem. Das benutzen wir auch immer für die Aufnahmen. Hier eigenen passwortgeschützten Channel, dass auch ja keiner reinkommt und uns unterbricht und stört. Für eure Privatsphäre. Ganz genau. Genau. Ja, wir sind jetzt schön einmal um die Verdeckung rumgefahren, oder? Also ich sehe sie hier links von mir. Ja, ich möchte nicht quer durchs Wasser fahren, das traue ich mich mit dem dann doch nicht zu. Also ich wähle dann doch eher den sicheren Weg hier an der Küste entlang praktisch. Okay. Und bin jetzt dann auch schon drauf. Ja, wir werden jetzt einfach hier mal vorne rechts zu dem Weg schon mal fahren. Ich denke mal, da werden wir ja weiterfahren. Hier jetzt rechts? Ja, denke ich schon, oder? Ich schaue gleich noch mal kurz auf die Karte. Tja, Also ich hatte jetzt eigentlich eher geplant, die Strecke weiterzufahren, wo ich jetzt fahre. Also hier Ach das so. Wasser weiter entlang, am Ja. Kraftstoffdepot vorbei. Und dann führt hier oberhalb dieses, weil das sieht nämlich aus wie so ein, ja, so ein Abhang, da führt so ein Trampelpfad entlang. Und der führt uns dann zum Typ A. Ja, stimmt. Also ich kann es auf der Karte auch gut erkennen. Ja, dann machen wir das doch einfach. Ja, dann müsstet ihr mir hier nachkommen weiter. Ja, wir geben Gas. Und über Stock und über Stein. Genau. Ja, und die Und C 6522, gell, ist das Modell hier.
Der fährt sich eigentlich ganz passabel. Also noch. Ich meine, die richtig tiefen Schlammlöcher hatte ich ja jetzt mit dem noch nicht. Zum Glück. Kommt auch, kommt noch. Ja, oder ich bin als Fahrer einfach zu schwer, dass ich ständig das Führerhaus irgendwo eingrabe. Das kann natürlich auch noch sein. Kann ja in dem Spiel eigentlich nicht sein, ne? Weil die Führerhäuser sind ja, wie wir schon gemerkt haben, einfach mal leer. Ja. Da müssen wir uns auch noch was für einfallen lassen. So, ich habe jetzt noch mal 500 Liter Sprit mehr in dem Tank drin. Also ich dürfte jetzt noch ein wenig schwerer sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ach, na ja. Du hast ja uns mit dabei, wir ziehen dich auch raus. Schopfwasser und ich fahren jetzt hier beide auch noch mal ran zum Tanken. Ich meine, so viel haben wir ja noch nicht verbraucht, aber. Immerhin 45 Liter für 640 Meter. Ja, das ist noch nix. Also in der einen oder anderen Folge hatten wir da schon einen deutlich höheren Durchschnittsverbrauch. Ja, da kommt mir der Verbrauch meines Privat-PKWs dann doch nicht mehr so hoch vor. Bei den Spritpreisen momentan. Aber ich Ja, glaube, aber die im kippen Vergleich hier in zu diese dem jetzt alten hier, ne? LKWs. Eh nur Frittenfett. Ah, wir sind übrigens falsch. Das ist der Weg Ah. hier oben nämlich. Also nochmal ein bisschen zurück, bitte. Ah, Bitte mein wenden. Navigator hat wieder zugeschlagen hier. Mann, Mann, Mann. Bitte, bitte wenden. Genau, an der nächsten Möglichkeit bitte wenden, richtig. Da wo Cube jetzt praktisch steht mit seinem Hinterteil, da geht's lang. Ja, das ist doch schön. Oh. Gut. Ah, Da ist ein okay. Baum im Weg. Ich merk. Moment, ich fahre mal rückwärts. Wenn ich die Kamera eingestellt bekomme. So, an David vorbei. Ja, ich hatte hier noch ein kleines Ruffy-Problem mit dem Baum. Was ein Ruffy-Problem? Was soll denn das jetzt schon wieder Ach, stell dich nicht so an, unsere Zuschauer wissen bestimmt genau, was ich heißen? meine. So, dann warte mal noch einen kleinen Moment. Der Schockfrosser ist hier noch am Wenden. Das ist jetzt natürlich auch schon nicht ganz so einfach. Wir haben da ja schon wieder ordentlich umgepflügt. Ja, und es ist Allerdings. doch relativ bewachsen da hinten auch. Also ich habe es gerade gemerkt, als ich an Schockfroster vorbei wollte. Ja, ich bin da ja auch frecherweise dann auch wieder an einem Baum hängen geblieben. Den ich nicht gesehen habe. Map, map. So. Dann hätten wir das doch auch schon mal geschafft. Und wenn ich jetzt noch meine Handbremse löse, komme ich auch hinterher. Oh, er konnte sein Versprechen nicht einhalten. Ja, ne, da war doch irgendwas, ne? Ja. Ja, ich meine, ich hab's ja raus. Ich merke es jetzt mittlerweile auch schon relativ schnell. So ist es ja nun nicht. Relativ. An dieser Stelle möchte ich noch einmal anmerken, dass der Erfolg für 300 Meter waren's, mit der Handbremse fahren, Ja. die ja immer noch vergönnt sind. Aus welchem Ja. Grund auch immer. Ja, wahrscheinlich denkt das Spiel, ich cheate, weil ich jetzt bestimmt schon 20 Kilometer mit angezogener Handbremse gefahren bin. Ja, Minimum, ne? Und da denkt sich dann wahrscheinlich das Spiel, nee, das kann nicht sein. Das macht keiner freiwillig. Ich schon. So, also bisher sehen die Wege ja auch noch echt gut aus, muss ich ja mal sagen, ne? Noch. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, nicht wahr? Oh, jetzt hätte ich gerade einen Mega-Fehler gemacht. Das habe ich jetzt hier gar nicht gesehen. Hier geht jetzt so eine kleine Brücke über diese, ja, diese Pfütze hier drüber. Und rechts davon im Wald steht die A-Klasse. Die neue? Die neue, ja, die nagelneue A-Klasse. Jetzt bin ich nur am gucken, wie wir da jetzt am geschicktesten irgendwie rankommen, ohne da jetzt in der Pfütze gleich einen Absaufer zu machen.
Ja, wir müssen ja eh alle einmal ranfahren, damit wir den freischalten. Ja, ich bin nur gerade am Überlegen. Also ich werde mich hier sicherheitshalber schon mal anwinden hier vorne. Du kannst doch nicht immer nur auf Nummer sicher spielen. Oh. Oh Okay. Oh. Ja, oh. das war's. Da explodiert gleich was. Ja. Also, wir fahren jetzt einfach weiter und tun so, als 500 wäre nichts Liter? gewesen, oder? 500 Liter? Oh. Na, das ist aber lustig. Er springt hier noch wild umher, wenn ich hier lenke. Allerdings habe ich den Motor abgewürgt, also. Ja, ich komme. Ah ja, siehst du, ihr könnt da durch die kleinen Bäume wohl durchfahren. Ich bin an dem einen hängen geblieben. So, jetzt habe ich das Problem mit der Kameraperspektive, dass ich dich nicht anwinden kann. Ich sehe das nicht richtig. So, jetzt mal probieren. Und da hängt er auch schon. Oh, nee, ich habe mich nur festgefahren hier gerade. Ja, prima, danke. Mein Motor startet schon und ich gebe ein bisschen Gas mit. Ah, das sieht ja schon ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, besten Dank, ich bin frei. Juche. Na, ja, wir können dich ja nicht einfach so in diesem Loch liegen lassen. Ja, das ist nett. Man So. muss dazu erwähnen, diesmal bin ich nicht mit reingefahren, es war also kein Fail für zwei. Ja, genau. Der Fail für zwei, richtig. Ja, wen interessiert, was es damit auf sich hat, schaut einfach die letzte Staffel Spin Tires. So, was ist mit unserem Schockfrosser? Ich erblicke ihn nicht hier bei uns. Ja, er hatte sich gerade festgefahren, wie er sagte. Ah, das sieht aber gut Ich komm, aus. ich komm, ich komm. Baum. Ja, das Noch schaut ein aber gut Baum. aus. Machen hier die ganzen Bäume hin. So, haben wir den Ruffy noch ein bisschen geschubst. Du müsstest aber eigentlich durchkommen, so wie das gerade aussieht von mir aus. Einfach Ein geradeaus, geht kleiner das? Baum war ein bisschen im Weg, da war der Schwung nicht groß genug. Ah. Ja, schön ist ja, dass wir jetzt hier wieder mitten im Wald stehen. Und stehen. Und stehen. Ja gut, man möchte ja auch keinen Kollegen aus dem Konvoi zurücklassen. Nichts. Niemand wird zurückgelassen. Ich beeile mich ja. Nein, bloß nicht beeilen. Also Nee. du siehst, was mir gerade passiert ist. Ja, du wolltest ja auch nur mal schnell da durchfahren, ne? Ja, und hätte ich mal nicht einen auf Nummer sicher gemacht und mich angewindet, hätte ich es vielleicht geschafft, wer weiß. So, Schoki, hast du da jetzt genug Platz zum Durchfahren? Ich versuch's. Schoki ist ja auch nett. Ich bin recht kräftig gebaut, deswegen. Huch, Oh, wer Entschuldigung. kommt denn da rückwärts entgegen? Ja, es ist nicht einfach hier mit den Bäumen da einen Weg durchzufinden. Ich möchte nur nicht denselben Weg wieder zurückgehen. Aber wir fahren jetzt einfach noch zweimal im Kreis und dann. Und dann wenden wir, ne? Genau. Genau. Das ist dann auch nur ein bisschen Kacke. Ja. Nur ein bisschen. Haben wir es schon wieder gesagt? So, ich wäre raus. Bei euch sieht es auch ganz gut aus. Schockfrosser ist schon durch. Ja. Sieht bei mir auch ganz gut aus. Ich dränge mich mal hier ein bisschen mit an die Seite, damit ich jetzt hier nicht die Straße komplett zumache. Denn ich denke, wir werden jetzt einfach mal kurz rechts ranfahren, eine kleine Pinkelpause einlegen. Ja, wunderbar. Okay. Machen wir das nochmal Mein ein bisschen Pausenbrot schöner hier. rausholen. Ich sag dir jetzt nicht, dass wir eigentlich in die andere Richtung müssen. Oh nein. Um Himmels Willen. Na gut, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob Ruffy uns schon wieder ins Verderben führt, schaltet ein, wenn es wieder heißt Spin Tires. Tschüss. Bis dahin. Corrido.